Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Stranded Deep. Das Spiel kam gerade erst raus, vor ein paar Minuten. Und, ist natürlich ein Survival Game. Irgendwie gibt es im Moment nur noch Survival Games. Und es ist ein bisschen wie The Forest. Sieht sogar derbe aus wie The Forest. Nur ich glaube ohne böse Menschlein, dafür mit Haien auf einer Insel. Kostet übrigens nur 14,99 €. Ich bin mal gespannt. Es gibt jetzt schon Leute, die hoffen, sagen, denken, dass es besser wird. Und vielen Leuten kommt das hier vielleicht bereits bekannt vor. Es ist nicht mal von den gleichen Leuten, sondern einfach von anderen Leuten, die auf die gleiche wunderschöne Idee kamen, so ein Spiel zu machen. Find a serving trolley and make yourself, weiß ich gar nicht mehr. Martini. Gefüllt, nicht gerührt. Ach, guck mal, muss ich jetzt... Sieht irgendwie aus wie unser Privatjet, ne? Da hockt kein anderer drin. Craftable objects are highlighted in orange. You can make new groups by dragging Reitmaus-Button items together. Okay. Also nichts mit Inventar auf und so. Man muss... Hold on to craft Martini using the craft group on the blah. Hold... Achso. Links gedrückt halten. Los. Martini. Tada, guck mal. Tappte um your inventory and select lighter. Ah geil, jetzt sehen wir das Ganze auch noch an. Phone. Pick up E and drink LMB. So. Mit der Orange natürlich, einfach so pur runtergeschluckt. All crafting and building, bla. Habe ich jetzt nicht gelesen. Head back to your seat. It's going to be a long flight. Glaubst du da selber nicht, oder? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Also leider nichts mit Blueprints, die man irgendwo hinstellt, sondern man muss dann, glaube ich, wohl alles nebeneinander auf dem Boden platzieren. Schön brav. Das sieht das wohl genauso aus. Dann ist der Typ noch ziemlich entspannt, ne? Müsste der nicht eigentlich total da rausflubbeln? Ich meine, das hätte mal angeschnallt. Uff. Doch schon anders aus. Was hat man uns jetzt eigentlich? Get a life raft on the surface. Oh. Los! Los! Oh, sieht aber cool aus. Ich muss ein bisschen mehr. Ich muss raus. Wo ist denn hier ein Ausgang? Verdammt, hier ist ein Ausgang. Das Spiel gibt es bis jetzt übrigens nur auf Englisch. Aber ist bei The Forest ja auch so. Also, da kommt man rüber weg. Oh, guck mal. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Bioshock. Absolut. Die Grafik ist so, ja, kann man leben eigentlich. Ist gar nicht so schlimm. Das Boot sieht ein bisschen schleimig aus. Schleimig. Nicht schlecht schleimig. Ach, guck mal, da sind wir. Toll, einfach so. Life Raft. Oh, ein Paddel. Und ein Minifisch. Aber genau einer. Nee, zwei. Drei. Vier. Aber putzig und klein hinten ist irgendwas. Da will ich hin. Das Spiel, designt sich übrigens. Also, was heißt designt sich? Es gibt immer wieder einen neuen Welt-Seed. Sieht immer wieder anders aus. Das hat The Forest noch nicht. Finde ich eigentlich ganz cool. Man kann angeblich neue Sachen entdecken. Kann ich da was mitmachen? Ne. Kann wunderschön tauchen gehen und so Klamotten. In irgendwelchen Unterwasserriffs. Under the sea. Ja, das war sehr clever. So. Wieder drauf. Und wobbel die. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, finde ich. Sieht gar nicht so beschissen aus. Ob es jetzt so schön ist wie The Forest, ich weiß nicht. Der Busch sieht ein bisschen, Aber okay, ist ja auch erst Alpha, wie alles andere auch auf Steam neuerdings. Also ist das gar nicht so schlimm. Oh! Ich habe also doch ein Inventar. Ja, klar habe ich eins. Ich habe von irgendwo ein Messer. Ich habe eine Wasserflasche und ich habe ein Paddel. Kann ich? Nein, das werde ich wahrscheinlich nicht trinken können, ohne abzunippeln. Kann ich das vielleicht irgendwie reinziehen? Guck mal her. Oh, hab ich das getrunken? Hoppla.
Trinke ich das gerade? Habe ich gerade Salzwasser getrunken? Scheiße. Was ist denn das? Das ist ein Teil vom Schiff. Warte mal. Wechseln. So. Mit dem Leiter können wir noch bestimmt was erreichen im Wasser. Ja. Ach guck mal, hier war sogar vorher schon mal jemand. Das ist aber beruhigend. Hoch. Ja. Hat wohl nicht so geklappt, ne? Kann ich das irgendwie wieder... Nee, kann ich nicht. Au. Ein Hardcase. Ah, guck mal. Und was ist da drin? Da ist eine... Eine Leuchtpistole. Could save your life or scare away Predators. Man kann auch jetzt schon auf Steam lesen, was die... Hoppla. Jetzt hänge ich fest. Was die Leute noch so geplant haben mit dem Spiel und Multiplayer soll auch kommen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und, eine größere Tierwelt. Guck mal, da hinten, da ist noch eine Insel. Und so weiter und so fort. Aber es soll schon Tiere geben. Keine gruseligen Einwohner, aber Tiere. Das endet dann ein bisschen wie ein Life of Pi. Aber es sind ja dann am Ende gar keine Tiere. Spoiler. Was ist denn das? Das ist ein Stein. Ich habe gerade auf den Stein geschossen. Ich bin ein Held. Kann ich den mitnehmen? Ich kann hochwubbeln. Nein, anzünden will ich ihn auch nicht. Eigentlich will ich gar nichts in meiner Hand haben. Was ist das? Kann ich dich mitnehmen? Ja, dich kann ich mitnehmen. Ach so, mit E. Natürlich. Und hier da nicht drauf kommen. Meine Nase juckt. Wow, das war ein Oschi. Ich kann leider nicht damit hauen. Kann ich es irgendwie fallen lassen oder so? Nö, aber ich sammle ganz viele davon ein. Das ist auch gut. Ah ne, Tab war's. Was für ein Stein. Kann ich das... Ich kann es nicht übereinander ziehen oder so. Oh, guck mal. Eine Krabbe. Die würde ich ganz gerne kaputt machen. Bam. Komm her. Du auch. Bam. Oh, yo. Die kann man doch bestimmt auseinander frupseln und dann essen. Was soll man hier auch sonst essen? Fische geht natürlich noch. Oh, es ist etwa mein Inventar voll. Oh, hoppla. Habe ich es jetzt in der Hand? Ja, habe ich. Guck mal, da ist so... Ich habe gerade die Krabbe samt Schale Oh Gott. Was ist nur los? Aber die Krabbe samt Schale gemampft. Pfui, Teufel. Also bestimmt nicht gesund. Ein bisschen kross. Ein bisschen kross. Was tut man nicht alles für Eiweiß? Ist da noch eine? Jo, komm her. Geht das mit dem Paddel? Einfach umpaddeln? Nö. Da kriegt sie Angst. Okay. Palm Tree. Kann ich den irgendwie... Natürlich. Mit meinem Buttermesser kann ich jetzt einen Baum. Wir waren enthusiastisch, aber ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, das wird nichts. Ich höre irgendwas. Wenn jetzt gleich auf einmal ein Affe aus dem Busch kommt. Da ist irgendwas drin. Oder soll das einfach nur das Geräusch des Windes sein? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wird mir ja ein bisschen bekloppt allein auf so einer Insel, ne? Ein Fußball wäre ganz cool. Wo ist mein Boot? Ich nehme mal mein Boot, wie ich gerade sagte, und fahr mal auf die andere Insel. Komm. Gib mir das Portal. So, auf geht's. Ich hoffe mal, also das Schwierige bei Survival Games ist für mich eigentlich immer... Man braucht eigentlich immer irgendein Ziel. Also, es ist klar, dass die Spiele kein wirkliches Ende haben, aber irgendwo drauf muss man hinausarbeiten. Weißt du? Und gerade wenn du hier nicht wirklich Gegner hast... Jetzt fängt komische Musik an. Irgendwas musst du machen. Irgendwas musst du tun. Aber es ist ja alles halb so wild. Denn wenn die Insel uns hier zu langweilig ist und zu kacke, dann können wir uns einfach umringen mit ganz vielen Krabben oder so. Obwohl ich auf dem Bild auch schon Haie gesehen habe. Also das soll da nicht so schwer sein, ranzukommen.
So, mir zu lang. Sag mal, entferne ich mich überhaupt von dem Teil? Dein Schimpfers. Oh oh. Schneller, schneller. Das ist bestimmt nur ein Trick. Da hinten ist eigentlich gar keine Insel. Und es gibt noch eine Insel, die ist in der Mitte. Und da muss man für immer bleiben. Obwohl doch, ich glaube, nähert sich das Ding. Entfernt sich das Ding. Ein bisschen, ne? Ist ja arschlangsam, das Boot. Genauso wie die Dorfbewohner in Minecraft. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Insel ist. Oh oh. Oh oh. Komm schon. Der macht doch bestimmt mein Boot kaputt, oder? Schneller. Egal, solange wir nicht schwimmen, ist alles okay. Wir haben unser Bötchen. Ich hoffe, der piekt da jetzt kein Loch rein. Hopp. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine endlose, endlose Treppe, die niemals endet. Also wie ein Super Mario. Ja, toll. Obwohl, die Insel sieht auch genauso weit weg aus wie die. Und da sind wir auch hingekommen. Ach, guck mal, auf einmal poppt es auf. It's magic. Und da ist irgendwas Kleines mit einem dicken, fetten Bommel oben drauf. Ich sehe schon, die meiste Zeit im Spiel verbringt man dann vielleicht mit Schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oder paddeln eher. Macht ja nichts, ist gut für die Arme. Das kann man vielleicht noch gebrauchen. Komm. Komm. Und komm. Und los. Also schnell hoch. Bloß hat der Typ hier wenigstens keinen Sohn. Die psychische Belastung ist nicht ganz so hoch. Hoch, hoch, hoch. Verdammt, beeil dich. Warte mal, ich kann Predators. Oh oh. Aha. Ich kann Predators wegskehren, ne? Ich hab dafür noch meine Flare Gun. Das sollte ich gleich mal tun. Wenn uns der auf Bälle rückt. Noch ist ihm irgendwie alles egal. Dann gibt er doch so viele kleine Fischis. Ich weiß gar nicht, was der mit uns will. Guck mal, hier kann ich. Hier bin ich jetzt. So. Das Boot wird nicht verschwinden, oder? Guck mal, es liegt da doch schön. Das sieht doch hübsch aus. Hier wollen wir bleiben. Was ist das? Das anzünden. Nein. Was ist das? So viele Leute. Aber wie viele Leute sind denn hier bitte schon verreckt? Irgendwann trifft man. Das wäre cool, ne? Wenn man irgendwann. Oh. B-Stern. Wenn man irgendwann auf andere Überlebende treffen würde. Oder auf die Überreste oder auf die psychisch ein bisschen beknackten Überlebenden. Das sieht ja genauso aus wie auf der anderen Insel auch. Vielleicht ist das einfach nur ein Loop. Ein Loop, dass man immer wieder auf die gleiche Insel kommt. Das wäre natürlich rattenscharf, wäre das. Das kann ich auch nicht anzünden. Ich möchte doch nur was anzünden. Kann ich dich anzünden? Keine Chance. Oh, jetzt habe ich es auch noch mitgenommen. Ah. Ich habe da einen Stein. It could be break. What? Was soll der Stein denn zerbrechen, bitte? Komm. Dann hauen wir irgendwo drauf. Geht nicht. Warum geht denn das nicht? Den nehmen wir auch noch mit. Ja, Platz in unserer Badebuchse. Komm. Geht auch nicht. Kann ich den vielleicht irgendwie werfen? Kann ich irgendwas? Kann ich den fallen lassen? Oh, ich kann tatsächlich. So. Wenn ich jetzt das nehme und... Aha. Und Rechtsklick gedrückt halte, da passiert schon mal nichts. Oh, was ist das? Was ist das? Das sind noch mehr Stöcke.
Kann ich da vielleicht drin rumpopeln? Nö, kann ich nicht, ne? Die Krabbe, die tut mir doch nichts, oder? Die ist harmlos, hoffentlich. Also ich glaube, die ersten Tage wird ja nichts anderes gehen, außer Krabbe essen. Das wird knusprige Zeiten. Verdammt. Werden das ganz knusprige Zeiten. Wie kann ich denn hier... Wartet mal. Hier, guck mal, seht ihr auch mal den Bildschirm, in dem es keine Einstellung gibt? Aber ist ja auch erst Alpha, ne? Also man darf ja nicht garstig werden. Ist dick. Yep, just ist dick. Ist aber craftable. Das ist ein Tool. Das ist nix. Das ist auch ein Tool. Das ist... Food. Das ist auch ein Tool. Was ist denn, wenn ich mit dem Messer auf so einen Stick einhau? Kriege ich dann was? Kann ich mich ducken? Ja, kann ich. So. Ich habe das Gefühl, ich habe bei der Einleitung nichts gelernt. So schon mal nicht. Bin ich blöd? Wahrscheinlich, ne? So, jetzt habe ich wieder einen Stick dabei. Sag mal. Krabbe? Nö. Ich muss doch bestimmt irgendwas gedrückt halten, oder? Kuh. So. Kuh. Kuh. Kann ich da jetzt was mit machen? Nö. Wenn ich mein Messer vielleicht benutze. Messer geht da doch bestimmt. Das ist kein Messer. Wo ist mein Messer? Jetzt habe ich den Stick wieder in der Hand genommen. Oh. So. Es wird dunkel. Es sollen auch Stürme und sowas soll es schon geben. Bin ich mal gespannt drauf. Hallo, Krabbe. Hallo. Wie bist du? Nein, die Krabbe, die wollen mir. Krabben sind wichtig. Guck mal diese Krabbe. Ich hab schon genug Krabben, wie sie aussieht. Danach essen wir wieder ein paar Krabben roh. Und vergiften uns selber. Macht ja nichts. Kann ich das irgendwie anzünden? Dieses Spiel vermittelt mir irgendwie das Gefühl, ich sei zu blöd. Das gefällt mir gar nicht. Zwei. Nein, auch nicht. Aber da stand doch vorhin. Drück die Maustaste, wenn die Sachen zusammen rumliegen. Habe ich noch irgendwas in meinem Inventar, mit dem ich was anfangen kann? Ich habe eine Krabbe in meinem Inventar. Kann ich das hier vielleicht? Nein, kann ich nicht. Vielleicht ein Blatt? Ein Blatt wird helfen. Was ist damit? Komm schon. Nö? Okay. Irgendwie. Da soll man bald wieder krabben. Ach nee, geht ja nicht. Oh, wie schön. Look at that. Kann ich dich mitnehmen? Nö. Kann ich. Was ist mit dir? Nö. Dich hatten wir schon mal. Da ging auch nicht so viel. Jetzt treffe ich den Baum nicht mal mehr wegen den dicken, fetten Wurzeln, die davor sind. Ich werde bekloppt. Geht jetzt schon los. Nicht mal einen Tag auf der Insel und ich drehe am Rad. Ich höre Sachen. Aber ich glaube, das sind wir. Ach, so schlecht ist die Grafik gar nicht. So schlecht ist das gar nicht. Oh, ein Jucker. Komm her. Du bist mein... Yay, ich hab irgendwas getan. Ich hab Sachen gesammelt. Warte mal. Wenn das so ist, dann will ich gar nicht. Das hier. Dann will ich das alles wegwerfen. Für Jucker. So, wo habe ich jetzt die Sachen hier irgendwo auf dem Boden platziert? Ich bin gerade die Palme hochgeklettert. Yay! Eine grüne Kokosnuss. Ich glaube, die ist noch nicht ready, oder? Oh, die kann ich einfach so abmachen. Okay. Dafür brauche ich gar nichts. Wie nett. Was soll ich denn dafür wegschmeißen? Ach, die lassen wir erstmal liegen. Die laufen ja auch nicht weg. Die laufen ja auch nicht weg. So. Jetzt habe ich hier... Oh, mein Freund. Jetzt habe ich hier auch noch das. Ach so, kann ich das ziehen? Okay.
Mit Rechtsklick kann ich es einfach nur ziehen. Ah! Okay. Lashing. Crude Axe. Ah! A crude cutting tool with poor durability. Crude Hammer. Required for building. Geiler Scheiß. Okay, da habe ich sie. Was werfe ich denn dafür weg? 7. Ja, das brauchen wir dann nicht, ne? Das ist jetzt unser Crafting Place. Da brauchen wir gar nichts anderes für. Gib mal her. Guck mal her. Kann ich das irgendwie wechseln? Vielleicht? Ne, kann ich nicht? Okay. So. Ich will nochmal sowas. Ich will sowas nochmal machen. Wo ist nochmal so ein Yucca-Ding? Das war verdammt cool und hilfreich. Und wo ist da? Ist wohl offen. Drinkable Coconut. Okay. 6 sind die Krabben. Ach, warte mal, ich habe ja sogar noch welche von denen. Laufen jetzt alle weg? Nö. Komm her. Trinken. Och, wie cool. Ist die Kokosnuss jetzt fertig? Can replenish thirst or broken into pieces. Okay. So, weil ich diese Kokosnuss jetzt wegwerfe und da dann wie ein Bekloppter darauf einschlage, passiert da dann was. Oh! Kokosnusshälfte. Yay! Kokosnuss! So, einfach weiter drauf einschlagen. Bams! Hab's gegessen? Ja, hab ich gegessen. Guck mal, von wegen. Wir werden gar nicht so früh sterben. Da bin ich aber happy. Was zu trinken kriegen wir dadurch auch. Punkt ist nur, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwo. Boing. Nee, ich will nicht, dass die trinkbar ist. Ich will, dass die kaputt ist. Genau so. Wir haben nirgendwo so eine Gesundheitsanzeige oder so. Jedenfalls glaube ich nicht, dass wir irgendwo eine haben. Was ist mit dir? Du bist ja immer noch da. Wie viel kriege ich denn da bitte raus? Okay. Ist hier immer noch ein Stein anwesend? Ja, da ist immer noch ein Stein anwesend. So. Und floppen wir da mal da drauf. Stick, Stick. So, was kann ich dann jetzt noch so machen? Nee, das habe ich doch schon gehabt. Da, oh, Entschuldigung. Bis zum Game. Das hatten wir schon. Crude Axe. Was fehlt mir denn jetzt? Fehlt mir da noch ein Stein oder was? An einem Stick kann es aber kaum liegen, ne? So viele Sticks wie hier rumliegen. Dich nehme ich mal wieder mit. Von dir brauche ich nicht so viele. Hoppla, das war das Falsche. Damit schon mal nicht. Eine Axt, okay. Hoppla. Warte mal, wir safen mal ganz kurz. Game saved. Wer weiß, wie lange wir kommen. Nee, ich will keine Crude Axt bauen. Lass mich mal in Ruhe. Dann brauche ich also nur einen Stein. Ich habe gestern so viele Käse-Sandwiches gegessen. Mann, ist mir schlecht. Kann ich da irgendwas machen? Nein. Ich dachte kurz, es wäre so. Wo ist denn meine Crude Axt jetzt hin? Da ist sie. Damit kann ich auf jeden Fall doch einen Baum fällen. Komm, fällen wir so einen Baum. Genau. Boing. Boing, boing, boing. Komm. Das Coole ist, und gleichzeitig auch das Uncoole, dass man sich wirklich alles merken muss. Oh, Kokosnüsse. Die wollen wir auf jeden Fall. Also man muss sich wirklich alles merken, wie man die Sachen zusammenlegen muss. Ich glaube nicht, dass es da irgendwas gibt, wo das gespeichert wird. Jetzt habe ich schon wieder so ein Teil. Kann ich damit was machen, wenn ich das da hinten hinschiebe? Was ganz, ganz dickes, fettes, riesiges. Stick. Ja, da kann ich wieder. Ach so, dann sehe ich auch die Sachen immer zusammen, aus denen ich was mache. Ah, cool. Cool, 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 cool. Was ist das? Ah, das ist meine Kokosnuss. Du darfst natürlich weg, nicht weg. Auch wenn die noch grün ist. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Bleibst du hier? Du bleibst hier. Nein! Nein! Komm her. Du kannst nicht weg. Kokosnuss. Komm nicht auf doofe Ideen. So, wo ist jetzt die obere Hälfte von dem Ding da, ne? Kann ich das nicht einfach into Holzstücke? Kann ich das nicht einfach into Holzstücke hacken? Oh, was ist jetzt passiert? Ach du Heilige. Okay. So, dann tragen wir das auch mal da hinten auf unsere Crafting-Stelle.
Tada. Palmfront. Font, meine ich. Okay. Wie mache ich das? Dude, ey, das ist ja wieder nur eine Ex. Hoppla. Das ist ja wieder nur eine Ex. Aber er sagt mir, dass ich das dafür auch gebrauchen kann. Lashing. Weil ich das jetzt daneben lege? Hm, komisch, das... Er zieht das doch zusammen. Stick und Rock. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Ich weiß nicht ganz, warum er mir das damit anzeigt. Obwohl er damit gar nichts machen will. Hm. Wo sind jetzt die Blätter hin, die ich vorhin hatte? Die liegen hier doch irgendwo noch rum. Ach, da. Kann ich damit was machen? Nein. Und ich kann natürlich auch immer noch eine tragen, ne? Das ist ja super. Essen wir mal ein paar Kokosnüsse, sind sowieso noch genug. Es ist ein bisschen aufwendig, finde ich, mit den Sachen wechseln, weil man das mit den Zahlen machen muss. Man kann ja nicht mit dem Mausrad durchskrobbeln. Das geht nicht so ganz. Wo ist jetzt? Da ist meine Axt. Das fände ich hätte man auch anders machen können. Kann ich dieses Ding jetzt essen? Ja. Bevor die Krabbe ankommt. Wenn du die Kokosnuss mobst. Komm her. Komm her. Los. Da. Ah. Mein Tag voll. Schnell. Es blendet. Wo ist jetzt da? Flöpp. Eine Axt. Vielleicht fehlt mir dazu auch der Hammer. Pass auf, wir suchen jetzt mal noch einen Stein. Soweit kann das ja nicht sein. Das geht schon mal nicht. Hier muss doch irgendwo ein Stein rumliegen. Ihr belügt mich doch alle. Wo ist ein Stein? Bist du ein Stein? Nein, du bist kein Stein. Du bist ein Stein, aber dich kann ich nicht aufheben. Du bist ein viel zu großer Stein. Du bist ein Stein! Yeah, komm mit. Komm, wir gehen. Fang schon an, mit Steinen zu reden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo ist denn... Da ist es. So, drauf da. Yay! Ein Hammer. Wo ist er? Wo ist der Hammer? Hammer. Hammer, da ist der Hammer. Ich will mal ganz kurz das Seil da drauflegen. Kommst mit. Jetzt habe ich einen Hammer, der fast... Oh Gott, was ist das? Kann ich auch irgendwas Cooles machen? Nee. Hm. Was heißt denn das Blaue jetzt? Heißt das, dass ich mir daraus im Prinzip dann ein Haus bauen kann irgendwann? Du, ich glaube, ich schmeiß da einfach mal alles aufeinander, ne? So wie ich das immer tue. Einfach alles aufeinander wobbeln und mal probieren. Welches davon ist jetzt die Achse? Ich glaube, das war die Achse. Das ist schon ganz richtig so. Dann ist der Hai schon wieder. Der Hai ist unser Feind Nummer Uno. Hai und gleich danach die Krabben, weil es nicht besonders viel mehr Tiere gibt. Wow, so viele Kokosnüsse. Trunk. Das Doofe ist, wenn es hier keine Palmen mehr gibt. Denn wie willst du die ganzen Sachen von Insel A zu Insel B kriegen? Dann kannst du erstmal alles in ein Schiff tragen. So, du kommst mit. Und darauf hat auch keiner Bock, seien wir doch mal ehrlich. Das möchte doch keiner. Plöpp, 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 plöpp. So, komm. Wir beide gehen schon mal los. Da. Auf einmal ist es nicht mehr blöd. Was ist denn nun los? Möchte mich das Spiel etwa ärgern? Vorhin war da noch alles blöd. Ach nee, weil ich den Hammer nicht mehr habe. So. Daraus kann ich schon mal nichts machen. Aus der Kokosnuss sowieso nicht. Das vermittelt mir so ein schönes Gefühl, dieses Blaue, aber das bringt nichts. Ich muss das alles hier zusammenlegen. Alles zusammenlegen. Hm, was kann es denn noch geben? Steine natürlich wieder, ne? Steine kann es wieder noch geben. Wo ist jetzt der? Da ist der. Ja. Und alles nach da hinten. Einen riesigen Haufen. Das ist natürlich ein bisschen mühselig. Möchte ich fast zugeben.
frage ich mich auch, ob Entwickler sich da manchmal denken, oh, das ist doch eine super innovative Idee, wir flubbeln einfach alles auf einen fetten Haufen, dann baut man daraus was. Oder ob die Leute sich denken, ah komm, Inventar, drauf geschissen. Brauchen kein Inventar, dauert viel zu lange. Obwohl, wir haben ja sogar ein Inventar. Gibt ja sogar eins. Wir haben ja sogar ein Inventar. Plöpp, plöpp, plöpp. Komm. Aber das wird es doch dann wohl noch nicht sein, ne? Komm, alles drauf da, ohne irgendwas wegzuwubbeln. Und Möp. So. Palme? Ach, da geht ja nichts. Passiert nichts. Da habe ich wieder einen Hammer in der Hand. So, theoretisch. Guck mal, wie viel er mir da anzeigt. Aber da in dem fehlt noch was. Irgendwas fehlt ihm noch. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Was habe ich denn? Du bist wieder eine Krabbe. Gib mir Steine. Warte, was ist mit dir? Kann ich mit dir irgendwas anfangen? Ah, da ist ein Stein. Kommst mit. Steine. Luxusgut. Luxusgut Stein. Oh mein Gott, mein Wecker klingelt. Das klingelt dann nicht mehr. Ich habe bis gerade noch gepennt. So. Was kann ich daraus jetzt wieder machen? Daraus kann ich was machen? Mit der Palme und allem. Ich jetzt. Eine Axt. Mehr Äxte, als jeder Mensch braucht. Aber guck mal, wir haben schon am nächsten Tag und deswegen mache ich jetzt mal eine kleine Aufnahmepause und sag bis dann. Und zur nächsten Folge von Stranded Deep, wenn wir hoffentlich mal herausgefunden haben, was ich daraus bauen kann, außer eine Axt. Eine Axt. Natürlich eine Axt. Und was auch sonst, wenn ich eine Axt... Hallo Krabbe. Bis dann. Tudelü. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La La casa del merengue, la, 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 y la casa de la bachata.